Der Tag der Deutschen Einheit ist ein ganz besonderer Tag, nicht nur für Deutsche, sondern auch für die Menschen in aller Welt. Denn die Vereinigung der beiden deutschen Staaten am 3. Oktober 1990, an die wir heute mit Freude und Dankbarkeit zurückdenken, war mehr als nur das Ende der deutschen Teilung. Sie steht symbolisch für die positiven Kräfte, die allen Menschen innewohnen. Sie steht für das, was Menschen verbindet, für die gemeinsame Anstrengung, Hindernisse zu überwinden. All das Trennende, Konfrontation, Hass und Gewalt, all das kann überwunden werden von friedlichen Menschen, die zusammenstehen. Ich erinnere mich an die jubelnden Menschen am Brandenburger Tor, die sich in den Armen liegen, zugleich lachend und weinend vor lauter ungläubiger Freude. Momente wie diese, der Fall der Berliner Mauer, die Wiedervereinigung im folgenden Jahr, sie gingen in die Weltgeschichte ein. Als gemeinsame Erinnerungen verleihen sie uns heute auch Hoffnung und Kraft. Hoffnung und Kraft, die wir benötigen, um die zahlreichen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Ich denke an die Covid-Pandemie, in der niemand sicher ist, solange nicht alle sicher sind. Oder den Klimawandel, den wir nur gemeinsam bremsen können. Sorgen bereiten mir auch das Wiederaufflammen von Nationalismus und Chauvinismus, autoritäre Tendenzen und die zunehmende Unterdrückung abweichender Meinungen und freier Medien. All dies ist Gift für eine Weltgemeinschaft, die auf enge Kooperation angewiesen ist, um die globalen Probleme überhaupt lösen zu können. Es sind Kräfte wie diese, gegen die sich die Menschen in Ostdeutschland im Herbst 1989 mit friedlichen Mitteln gestellt haben. Wir sollten uns heute ihres Mutes erinnern, uns an den Leitlinien ihres Handelns ebenso orientieren. Solidarität, gemeinsame Hilfsbereitschaft und engagierte Zusammenarbeit. Nur so gelang die deutsche Wiedervereinigung vor 31 Jahren. Sie war auch nur deshalb möglich, weil sie eingebettet war in die Überwindung des Kalten Krieges und den Prozess einer europäischen Einigung und weil Partner und ehemalige Kontrahenten mithalfen. Für diese Unterstützung sind wir Deutsche für alle Zeiten dankbar. Es ist an uns, an die symbolhafte Bedeutung des Mauerfalls und der deutschen Wiedervereinigung für die Menschen in aller Welt zu erinnern. Und deshalb freue ich mich, dass Sie den Tag der deutschen Einheit heute mit uns feiern. Germany, a united country at the heart of Europe. But that wasn't always the case. A little more than three decades ago, Germany looked like this, divided into East and West. World War II ended in 1945 with the defeat of Nazi Germany. The four victorious powers, the USA, the Soviet Union, Britain, and France. In August 1945, the four powers agreed to divide Germany into four occupation zones.
After 1945, Berlin also became a divided city. The Grundgesetz, Germany's basic law, was introduced in 1949 in the Western zones. The Federal Republic of Germany is democratic, with free elections. Its capital is Bonn. In the east, the German Democratic Republic, the GDR, is created under Soviet leadership. A dictatorship without free elections, without political opposition, with East Berlin as its capital. East Germany has no freedom of speech, and the regime controls the press. Until 1961, people could move freely between the sectors. Before then, many people moved to the democratic West. The consequence? A clampdown. In August 1961, the East German regime built the wall. It separates friends and families from each other. What's known as the Death Strip is strictly guarded, with trenches, barbed wire, and sentry towers. The people of the GDR are no longer free. Anyone who tries to flee is shot. As the years go by, the people of the GDR become more and more dissatisfied. They long for freedom and civil rights. People organize and protest, and they are successful. They peacefully force the dictatorship to give up. The wall finally falls on November the 9th, 1989. Germany is reunified on the 3rd of October, 1990. The former East and the former West are now a united and democratic country. All its citizens enjoy the same legal rights and freedoms. The lessons and experiences of its history also shape Germany's foreign policy. Germany promotes human rights and civil liberties around the world. Thank you.
It began as an experiment in listening to one another. It became a journey in finding equality through music. It is now a home for music, learning, and mutual respect. West Eastern Divan Orchestra was established in Weimar in 1999 by the late Palestinian literary scholar Edward Zahid and renowned pianist and conductor Daniel Badenboim. The ensemble brings together young musicians from Israel, Palestine, and other countries in the Middle East, offering them a chance to listen to the narrative of the other and engage in transcultural dialogue by making music with each other. This dialogue comes alive in the orchestra's concerts. The United Nations named Daniel Badenboim Messenger of Peace in 2007 and recognized the West Eastern Divan as United Nations Global Advocate for Cultural Understanding in 2016, the first orchestra to receive this honor. Based on the principle of education through music, the Badenboim Zahid Academy opened in Berlin in 2016 as a continuation of the spirit and mission of the West Eastern Divan Orchestra. Named after the orchestra's founders, the Badenboim Zahid Academy regards music as an essential part of the society and is committed to educating a new generation of musicians from the Middle East and North Africa. The West Eastern Divan Orchestra and the Badenboim Zahid Academy have not only given a voice to the vision of these two men, but a home as well. They now offer young people from the Middle East the opportunity to overcome barriers that once seemed insurmountable. In a fast-moving world, Germany pursues a foreign policy based on responsibility and multilateralism. Together with its partners, Germany works to bolster Europe's standing, peace, and a just world order. A strong team player for transatlantic partnerships, for peace and security, for human rights. Germany spends more than 2 billion euros every year helping people around the world who live in precarious conditions. Solidarity and support in crisis and conflict regions. Quick and efficient help in the wake of natural disasters like earthquakes and tornadoes.
These are just two core principles of Germany's foreign policy. Also key, the fight against the coronavirus. Germany is working towards the just distribution of vaccines and supports research work as part of efforts to defeat the virus. Germany takes on responsibility, as it has in the UN Security Council and during its presidency of the European Council and in the Council of Europe. Germany works closely with its partners to fight climate change and towards other key goals that can only be achieved together. Digitalization, disarmament and arms control, the protection of cultural heritage, and the strengthening of women's rights. German foreign policy is multilateral foreign policy in Europe and the world. Ich habe immer den Wunsch gehabt, anders zu leben. Ich bin ein Mensch, der gerne reist und habe mich mit zunehmendem Alter in der DDR eingesperrt gefühlt. Die Verhältnisse in den 80er Jahren, in den Ausgangs 80er Jahren, haben sich drastisch verschlechtert. Und dieser Wunsch war schon sehr stark da. Ich bin Sabine Braun. Ich bin geboren in der DDR, aufgewachsen und bin im September 1989 mit meinem Mann nach Prag gefahren und habe den Weg über die Deutsche Botschaft genommen. Wir haben uns vom Sog der Geschichte mitnehmen lassen und dann wuchs dieser Wunsch, diese Gelegenheit wahrzunehmen und das Land zu verlassen, doch ganz stark an. Und das war dann eine ganz furchtbare Nacht für mich, als ich wusste, jetzt haben wir die Entscheidung getroffen. Es hieß ja auch, wir lassen unsere Familien zurück. Mein Vater lebte noch. Ich habe Bruder, Schwägerin, Cousine, Nichte verlassen und wir wussten ja nicht, ob wir sie je wiedersehen. Als wir die Grenzanlagen passiert haben, das war übrigens für uns das schrecklichste Erlebnis, diese zu sehen, wie sich dieser sozialistische Staat vor seinen eigenen Bürgern geschützt hat. Ich hatte es vorher schon immer gehört von Leuten, Freunden, die in den Westen fahren durften, aber wenn man das mit eigenen Augen gesehen hat, was das für Grenzanlagen waren, da ist es eigentlich im Nachhinein noch ein Wunder, dass das Leute tatsächlich lebend geschafft haben in den vielen Jahren zuvor. Das war sehr schnell alles und wir haben dann auch sehr schnell eine Wohnung gefunden und es war eigentlich
die schönste Zeit, dieses Nichts haben, mit einem Koffer irgendwo angekommen zu sein und sich jedes Stück peu à peu wieder anzuschaffen. Wir haben uns auch nicht verschuldet, wir haben so gelebt, wie es gerade ging und haben von unserem ersten Geld eine Reise nach Rom gemacht, gleich im Januar.
Humboldt hat ja gesagt, wir müssen das Zusammenspiel der Teilchen verstehen, um das Ganze zu verstehen. Und jetzt eben durch die globale Sichtweise auf Tiere, jetzt ist die Zeit, sowas umzusetzen. Germany makes it so easy to be a successful researcher. With the quality of life, the research opportunities with regard to interesting institutes. Für mich besonders ist es attraktive, klinische Arbeit und Forschung hier so eng verbinden zu können. So kommen ja auch neue Forschungsideen, wenn wir die Patienten beobachten, wenn wir sehen, wo sind die Defizite. Ich bin Martin Michelski, Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und Professor an der Universität Konstanz und arbeite an globaler Ökologie, Tierökologie und Tierwanderungen. Wir wollen die Lebensgeschichte von Tieren verstehen, um Krankheitsausbreitungen weltweit zu verstehen, um Nahrungsversorgung für Tier und Mensch sicherzustellen, um globalen Wandel zu verstehen, globale Erwärmung zu verstehen und um wirklich auch Tiere vor allem auf der Welt zu schützen. Der größte Meilenstein, glaube ich, ist wirklich, dass wir ein neues globales Tierbeobachtungssystem im Weltall gebaut haben, auf der Internationalen Raumstation Icarus, das uns jetzt erlaubt, global die individuellen Tiere weltweit auf ihren Wanderungen zu beobachten. Es gibt nichts Besseres als die Sensorik der Tiere. Wenn man sich vorstellt, ein Spürhund, den kann man durch kein Instrument ersetzen. Wenn man jetzt Tausende, Hunderttausende von Spürhunden draußen hat, also Wildtiere draußen, die man zusammenschließt über das Internet der Tiere, dann hat man ein System, das einfach per Definition sehr viel besser das Leben auf der Erde versteht als jedes andere System. My name is Monique Kuglitsch. I'm the Innovations Manager at Fraunhofer Heinrich Hertz Institute in Berlin, and I'm also the chair of the new focus group on AI for natural disaster management, which is a partnership between three UN organizations. Our research focuses on helping us become more prepared for natural disasters and, in an ideal case, reducing the costs. With avalanches, one of the challenges when you're trying to prepare for an avalanche is that they're often triggered at nighttime. So you can't see what the snow structure looks like, which is one of these indicators that an avalanche is going to happen. One of the really interesting ways that you can use AI is in combination with sensors. You can put sensors on a slope, and in real time, you can detect anomalies. So you can detect that something's happening. It's an environment that just facilitates innovation because you have a lot of people with different backgrounds and different perspectives, and it helps magic happen when it comes to science. Da ist Deutschland ganz weit vorne, da sind wir am besten in diesen kleinen Vernetzungen zwischen Industrie, Bevölkerung und Wissenschaft. Das Attraktive durch NeuroCure, durch diese Exzellenz-Cluster-Initiative ist nochmal, dass auch der Schwerpunkt Neurowissenschaften deutlich gestärkt wurde hier in Berlin. Mein Name ist Andrea Kühn, ich bin Professorin für Neurologie und leite die Sektion Bewegungsstörung und Neuromodulation an der Charité. Also die tiefe Hirnstimulation ist eine Therapie bei schweren Bewegungsstörungen, vor allem wird es bei Parkinson angewandt. Das wird die Elektrode in dem Zielgebiet implantiert, unter der Haut werden die Kabel verlegt und dann wird der Stimulator implantiert. Unter der Haut ist das alles. Wir können das dann extern steuern, wir können die Stimulation anpassen und das ist bisher eine kontinuierliche Stimulation. Aber das Ziel unserer Forschung ist, diese Stimulation nicht dauerhaft so gleich beizubehalten, weil auch die Bewegungsstörung im Tagesverlauf nicht immer gleich ist bei den Patienten. Und in einem nächsten Schritt soll das jetzt dann automatisiert vom Stimulator eben angepasst werden. Diversity is certainly very much valued here, and I think that that will continue because we see that it's beneficial. Inzwischen finden sehr viele internationale Forscher Deutschland als Standort unglaublich attraktiv, weil wir international sehr gut vernetzt sind. Die Sprache ist inzwischen Englisch. Ich glaube, Deutschland ist ein sehr attraktiver Forschungsstandort. Wir haben eine sehr gute Forschungsförderung und gerade durch solche Initiativen wie so ein Exzellenzcluster haben wir natürlich sehr viel international auch Nachwuchswissenschaftler nach Deutschland holen können.